Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Beim letzten Mal haben wir ja unseren Dylan befreit, der sich mal wieder in eine dumme Situation gebracht hat. Und ja, schauen wir mal wegen Spielstand. Okay, das ist der richtige und wir spielen fälschlicherweise nicht auf Easy, was ich glaube ich vor ein paar Parts mal gesagt habe, sondern auf Medium. Muss mich erstmal wieder reinfuchsen, weil wir eine längere Pause zwischen den Aufnahmen. So, es ist ein Autopilot-System. Es wurde kein Ziel programmiert. Es startet erst, wenn ein Ziel eingegeben wird. Ich glaube, wir hatten am Ende des letzten Parts Munition aufgefüllt, etc. Ach ja, stimmt. Die Kleine hat ja ein Faible für ihn. Die Schiffskabine. Ist eine Startanlage. Die Batterie zum Starten ist zerstört worden. There are still areas we haven't been to. Go search for survivors, and we need that battery. Ach ja, das alte Problem, sobald man gegen irgendwas rennt, wird es automatisch untersucht. Da hätten die es wirklich bei belassen sollen, wie beim Vorgänger, dass man selber eine Taste drückt, weil das ist nämlich ein bisschen nervig, wenn man irgendwo ranstößt und dann aus dem Spielfluss genommen wird. So, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Der Anlegeplatz am Dock. Gucken wir mal. Muss mich mal ganz kurz an der Nase kratzen. Habe ich mir durch die Kamera gerade eingefangen. Das ist auch ein wildes Exemplar. Ach, und ich drücke jedes Mal die falsche Taste, sorry Leute. Platz zum Kämpfen. Sauen sind nicht gerade die langsamsten. Ach, komm.
danach können wir uns erstmal wieder neue Heilung kaufen. Ah, da liegt er endlich. Dann gehen wir mal ein paar neue Medikings holen. Wenn wir den öfters machen können, können wir an ihm ein paar neue Waffen farmen. Und wenn wir schon in der Nähe sind von dem Speicherpunkt, sollten wir auch gucken, dass wir möglichst ausnutzen und uns die Heilung immer auffrischen. Von ihm nach sowas. Okay, die Waffe war ziemlich teuer. Kleines Medikit, mittleres Medikit. Kleine Medikits bringen halt relativ wenig. Die großen stoppen mal zusätzlich noch die Blutung, aber naja. Aber wir haben auf jeden Fall ein dickes Plus gemacht. 15.000 die schwere Klinge und 18.000 die Plasmakanone. Ich würde aber sagen, wir arbeiten eher auf die Plasmakanone hin. Ja, ich bin wieder dagegen gelaufen. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, welches Projekt danach kommt. Das kann auch sein, dass ich dann einfach Resident Evil Director's Cut, die Chris-Kampagne danach schlachte. Oder irgendwas ganz anderes. Ich weiß es noch nicht genau. Habe auch schon diverse Sachen vorproduziert, die ihr noch zu sehen kriegen werdet. Okay, da wäre die Passage Nordroute. Okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Allo. Sorry, da kam ein Auto vorbeigefahren. Ich glaube, wir können auch nur durch die Passage. Die andere Tür müsste Regina aufmachen. Als Hauptwaffe habe ich nur die Schrotti und Flammenwerfer. Gut, wenn ich hier den Alu erledigt habe, gehen wir nochmal zurück. Sobald er mich loslässt, heil. Oh, ist das knapp. Auf mir rumzukauen. Thank you.
Platz habe ich hier nicht unbedingt zu kämpfen. Ja, vor allem nicht, wenn man so zwischen den Bildschirmen hängt die ganze Zeit und dementsprechend dann die Kamera sich umstellt. Ach, das ist ja schon wieder gegriffen. Ah, es wird knapp. Danke. Das war natürlich sehr fair. Ah, okay, dann gehen wir nochmal zurück. Das steht auf jeden Fall, er muss sich mit ziemlich vielen Alus anlegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir uns ein großes Medikit direkt nochmal holen oder ob wir es lassen. Treibstoff für den Tank. Ich bin auch sogar am überlegen, ob wir noch ein kleines Medikit nehmen, einfach für die Heilung. Die Kämpfe gegen die Alus sind echt fies, vor allen Dingen in diesen schmalen Gebieten da. Na gut, also im Großen und Ganzen haben wir immer noch Plus. Das ist nervig. Wie gesagt, das war im Vorgänger nicht so. Hätten die nicht machen müssen. Das ist so einer der Dinge, die ich für ein bisschen schlecht umgesetzt halte. Optisch ist das Spiel wirklich gelungen, kann ich nicht anders sagen. Auch wenn ich ehrlich gesagt die Kameraperspektiven beim Vorgänger durch die Echtzeitoptik ein bisschen atmosphärischer fand. Die Dinos sind wirklich gut umgesetzt worden, muss ich sagen. Wie gesagt, wir werden ein bisschen Punkte farmen auch. Spawns sind ja nicht unendlich, dementsprechend kann man auch die relativ gut bis zum Ende abfarmen.
glaube, da kommt nichts mehr. Mal einen Standortwechsel vielleicht. Ja. War noch so ein Super Raptor oder Ultra Raptor, wie die genannt worden sind. Ich glaube, jetzt war es das. Wie gesagt, gerade möchte ich wirklich eher ein paar Punkte farmen, dass wir unsere neue Waffe kriegen. Fehlt nämlich nicht mehr so viel. Das war nicht schnell genug. Wir müssen natürlich auch mal mit einem berechnen, dass wir einiges an Punkte wieder verbrauchen für Munition. Dass er die noch nicht getroffen hat, das habe ich jetzt wiederum gar nicht verstanden. Ich hatte sogar nochmal angesetzt gehabt und es hat irgendwie nicht geklappt. Das kostet natürlich auch wieder 300 einmal so eine Vollheilung für uns. So eine kleine Heilung. Keine Ahnung, wie lange hier noch paar Dinos kommen. Es werden aber offensichtlich weniger, weil diesmal kam nicht nur einer. Tausend haben wir jetzt. Da kam zum Beispiel schon gar nichts mehr. Kommt anscheinend auch schon nichts mehr. Na, wir sehen auf jeden Fall mal ein neues Gebiet. Hier waren wir nämlich noch nicht. Komm, geht auf die Leiter hoch. Ja, da wird es weitergehen. Ich muss schon sagen, der Teil erinnert dann im Vergleich zum ersten doch sehr stark an Jurassic Park, nur halt mit deutlich mehr Dinos. Vor allem der Gattung Raptor. Okay. Dann gehen wir mal eben auffüllen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen
hier und da auch mal gefahren, aber da gibt es von dem Part her. Allerdings wollen wir ja auch alle Waffen mal haben. Das gehört für mich persönlich zum Complete Run dazu. Wir haben den Vorgänger komplett gemacht, wir werden auch den Teil komplett machen. Sofern ich nichts übersehe. Der Teil ist wie gesagt nicht blind. Was aber nicht heißt, dass ich alles weiß. Ein kleines Medikit. Also wir haben auf jeden Fall Plus gemacht, auch wenn wir etwas über 1000 jetzt verbraucht haben an Munition insgesamt plus Heilung. Ich würde sogar mal sagen, wir machen einen kleinen Zwischenspeicher. Nehmen wir den hier. Wenn nämlich bei der Aufnahme irgendwelche Probleme gab, dann habe ich ja immer noch den Sicherheitsspeicher. Also gerade mal 2 Stunden dran und haben jetzt schon relativ viel. Wie gesagt, das Spiel ist auch deutlich kürzer als der erste Teil. Also in meinen Erinnerungen zumindest. Ich meine, damals habe ich nämlich nicht gefarmt, sondern einfach relativ straight bin ich durchgejagt. Ich muss aber sagen, in dem Alter, wo ich da war, habe ich dann noch eher auf leicht meistens gespielt. Weil ich mir da noch nicht den Stress auch schwer antun wollte bei den vielen Spielen. Also in dem Fall reicht mir Mittel fürs Let's Play. Für mich privat kann ich dann immer noch mal auch schwer spielen, aber... muss ich im Rahmen des Let's Plays jedes Mal übertreiben. Nice, das war gut. Einer weniger. Hier ist eine relativ gute Farmstelle, so für ein bisschen Punkte zu machen. Der war gut. In der Luft abgeschossen. Die Spawns verhalten sich auch unterschiedlich. Eben standen hier unten zum Beispiel 2 Raptoren.
Also Kombos sind natürlich perfekt, da kann man gut Punkte farmen. Es macht schon trotz allem eine Menge Spaß, muss ich sagen. Wenn der Spawn erschöpft ist, gehen wir wieder raus und lassen nochmal neu spawnen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hat auch geklappt. Auf einmal trifft er zwei. Naja, ich beschwere mich ja nicht, dass es auf einmal geht. Noch 3000 bis zur neuen Waffe. Wo ich glaube 3000 war da, mehr war das Messer. Aber ihr seht ja selber, die Punkte haben wir relativ schnell. Vor allem, wenn man möglichst vermeide, irgendwelche Treffer zu kassieren vorher. Das wäre wieder an Respawn aufgebraucht. Ich weiß, wir könnten zwar rechts die Tür auch nehmen und dann wieder zurück, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme lieber die eingespielte Route, wo das Beste, wo ich weiß, dass es funktioniert, als dass ich dann irgendwelche Experimente mache. Zumal wir diese Runde keinen Treffer abgekriegt haben. Was dann noch einen satten Bonus gibt. Also ihr seht, wenn man da eine Stelle gefunden hat, wo man farmen kann, geht es auch direkt vorwärts. Das werden wir jetzt noch ein paar Mal machen, bis wir die Ausrüstung komplett haben. Ich bin sogar überlegen, ob ich vielleicht sogar offscreen farme, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich gehört sowas zum Let's Play dazu. Immerhin ist es reines Gameplay. Und zum Gameplay gehört es gehört auch Punkte farmen, finde ich zumindest. Aber ihr könnt mir ja gerne drunter schreiben, wie da eure Meinung so ist. So. Als nächstes haben wir dann die Machete für 15.000. Ja, läuft doch gar nicht so schlecht. So, gucken wir mal. Info, Schaden 30, Radius 70. Radius 70, Tempo 70, Schaden 30, ist der Flammenwerfer. Radius 50, also geringerer Radius, ein relativ langsames Tempo, aber dafür hohen Schaden. Okay. Die Infos haben wir übrigens vorher auch noch nicht gesehen. Auch sehr interessant. Aber wir können auch direkt nochmal bei der Zweitwaffe gucken. Brustmesser, Nahkampfverteidigung, schneidet Efeu.
Radius 90, Tempo 100, Schaden 10. Also wir haben teilweise mit einer 10-Schaden-Waffe die Viecher abgemetzelt. 30 Schaden, Tempo 70, Radius 90. Bildet eine Feuerwahl. Ups. Frontalattacken werden effektiv abgewendet. Also wenn wir das nächste Mal auf den Dicken treffen, nehmen wir mal die Railgun, wollte ich gerade sagen, die Plasmakanone. Ich denke mal noch ein oder zwei Farbrunden machen wir, dann machen wir erstmal einen Cut. Ist da zwar ein etwas längerer Part, aber dafür sollte danach das Gefarmen dann nicht mehr so groß sein. Aufgebraucht. Anscheinend. Keiner hat die Raptor mehr. Schade. Wir können ja mal schon mal reinluschern ins nächste Gebiet. Dschungel Nordroute 1. Okay, also diesen Bonus gibt es echt nur, wenn man alle Dinos gekillt hat, ohne getroffen zu werden. Ich glaube, mit 200 kriegen wir nicht viel Munition. Relativ viel fürs Farbenverbrauch und ich möchte vorher noch mal irgendwo ein bisschen Muni erkriegen. Okay, damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was holen. Okay, also wir, die Punkte, die angezeigt werden, sind nur das zusammengezählte. Nur das gelbe ist Bonus, das heißt, wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht jedes Mal einen Treffer abkriegen. Nur wenn man komplett ohne Schaden durchkommt, kriegen wir diesen fetten Bonus von 6000. Und auf diesen Bonus sollten wir hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob das quasi resettet wird mit dem Treffer, wenn man das Gebiet wieder neu betritt. Wir werden jetzt noch mal kurz auffüllen und dann beim nächsten Part werden wir das nächste Feld clearen.
Wie gesagt, also wir werden das auf jeden Fall machen, dass wir jedes Gebiet einmal komplett clearen. Bis wir nach und nach alles fertig haben. Ob es überhaupt möglich ist, dass wir komplett alles auf maximale Stufe aufbessern können, das weiß ich nicht. Zumal wir ja schon ein paar Sachen verkackt haben. Ja, immerhin, wir starten mit voller Munition ins neue Gebiet. Dann sage ich erstmal wieder danke fürs Reinschauen und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis dann. Tschüss.